Welcome back to my channel. Heute möchte ich mal meine Schlafzimmerfenster umwandeln mit einer alten Gardinenstange. Hat mir überhaupt nicht mehr gefallen. Die sind bestimmt schon 20 Jahre alt. So dieses alte weiße Plastik. Na, aber ich denke, das könnte man doch wieder in Klemm-Klemm umwandeln. Also, das ist für die Gardinenstange die Ende und das zum Befestigen an der Wand. Nachher seht ihr nur, wie ich die Gardinenstange, wie ich die nachher ansprühe draußen, da müssen wir rausgehen, Gardinenstange ansprühe und das bemale ich jetzt erstmal mit Kleber, diesem Kleber, dazu brauchen wir Kleber, den Pinsel und zum Schluss den Glitter. Los geht's! Gardinenstange steht draußen zum Trocknen. Die Ende von der Gardinenstange mit Glitzer, die trocknet auch gerade. Die muss man noch besprühen nachher, fixieren mit dem Fixierspray, dass das Glitter nicht abfällt. Jetzt gehen wir an die Gardine. An der Gardine schneide ich mir wieder hier so ein Stück ab von der Rolle. Und dann legen wir mal los. Thank you.
Butter ist fertig. So sieht die Stange jetzt aus. Nicht mehr so wollweiß, sondern schön silber. Mit viel Glänzen. Genau, so klemm, klemm. So, wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch. Wollt ihr mehr sehen? Bitte abonnieren. Danke. Bye. Ciao.